Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die März-Variante von der Beauty.at-Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box kommt aus Österreich, kostet 39,90 und ich meine, dass die immer quartalsweise erscheint, also immer zu jeder Jahreszeit. Ich habe jetzt hier diese Box in meinen Händen, 8 Euro Versand zahlt man nach Deutschland, in Österreich ist es ein bisschen weniger, ne? Und ich habe die, das war ziemlich witzig tatsächlich, ich habe am 17. Februar bestellt und ich habe jetzt heute den, was ist das, der 3.3. müsste das heute sein, der 4.3. Oh, ich muss meine Schwester noch zum Geburtstag gratulieren, Mensch, Happy Birthday an dieser Stelle, Vivi. Das ging relativ zackig. Normalerweise wartet man teilweise 2 Monate auf diese Box, aber dieses Mal haben die relativ schnell rausgehauen oder die haben den Vorverkauf zu spät gestartet. Ich habe keine Ahnung. Die ist jetzt natürlich aktuell ausverkauft. Aber es wird in 2 Monaten ungefähr wieder eine neue Box geben. Was cool bei der Beauty.at-Box ist, ist, dass die auch wirklich immer auf der Bestellseite anzeigen, was dann drin sein wird, auch sogar mit Mengenangaben, sodass du dann halt für dich weißt, ob sich das für dich lohnt. Hier sollen wir jetzt einen Boxenwert von 320 Euro drin haben. Ich bin mal gespannt, ne? Und wenn die auch wieder verfügbar ist, poste ich euch das super gerne auf Instagram. Da geht das immer ein bisschen zackiger und ich versuche auch dran zu denken, das hier im Community-Tab zu machen. Also, ne? Abonniert mich sehr gerne, wenn ihr möchtet. Und an alle, die das schon getan haben, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen in dieser ziemlich bunten Crew. Ich freue mich wie Bolle, dass ihr alle mit dabei seid. Nun, jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Ich laber und laber und laber. Man klappt hier auf und hat dann hier ein nicht ganz so sexy Flyer, weil das halt einfach so ein ganz normal bedrucktes Papier ist. Aber hier steht richtig viel drin. Spring 2024. Meine wunderbare Me-Time ist das Motto. Bin gespannt. Ist ja eigentlich so ein Motto, was du jederzeit nehmen kannst, ne? Die wichtigste Zeit ist die Zeit für dich selbst. Wir starten voll Schwung in den Frühling und schenken uns kostbare Me-Time. Abstand zur Routine, Zeit zum Entspannen und ein Neustart in Sachen Energie und Beauty-Rituale. In der Beauty-Box finden Sie wertvolle Gesichtspflege, feine Düfte, grandiose Augenblicke und viele spannende Beauty-Produkte zum Genießen und Verwöhnen. Und hier sind auch alle Produkte so aufgeführt. Da kann man sich dann noch ein bisschen was zu nachlesen, was sie sich so dabei gedacht haben. Lege ich mir zur Seite, falls ich irgendein Produkt nicht einordnen kann, ne? Ja, und dann haben wir hier einfach die Box. Da ist so ein Seidenpapier, was man aufmachen kann. Ist auch super schön als Geschenk immer, ne? Also wenn man da sieht, dass es verkauft wird, kann man die eigentlich ganz gut immer weiter verschenken. Und das hier oben drauf mit der Werbung wird auch immer ein bisschen mehr, aber gut, die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Finde deine Essenz von Loops, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Info, aber keinen Code oder so. Dann ist hier eine Info zu Soties Box, auch das sehr interessant. 5 Euro Rabatt, Gutschein hat man hier auch noch mit am Start, wenn man möchte. Sisley haben wir hier auch noch ein bisschen Werbung, aber jetzt nicht. Doch, beim Kauf von 2 Sisley-Produkten, davon ein Pflegeprodukt, erhalten Sie ein Sisley-Täschchen mit Luxus-Samples als Geschenk dazu, solange der Vorrat reicht. Ich weiß nicht, ob das auch bei uns in Deutschland gilt, ne? Ist ja auf jeden Fall als Flyer. Meine Güte. Dann habe ich hier Armagentum, die schönste Zeit. Oh, hier ist irgendwie ein Produkt. Im Modekalender steht bevor, entdecken Sie jetzt unsere besonderen Stücke, die jeden Tag in einem besonderen, jeden Tag zu einem besonderen machen. Mode, die die kleinen Momente und Details in den Fokus rückt, die die Neugierde weckt und uns inspiriert. Okay, ich glaube, das war ein Gutschein, aber die Produkte da waren halt auch immer sackenteuer. Genau, das ist ein 50-Euro-Gutschein, aber du hast halt wirklich super teure Marken da immer. Also ich glaube nicht, dass ich das, ich werde es schon werttechnisch, glaube ich, aufführen, ne? Aber ich glaube, dass du da, ich kann ja mal gucken, was vielleicht so ein normales T-Shirt da kostet oder so und euch das mal einblenden. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das nämlich relativ hochpreisig. Okay, so, hier haben wir jetzt aber endlich mal den Blick auf die Produkte und dann starten wir die ganze Geschichte. Wir haben zuallererst eine Augencreme von Sebamed, finde ich sehr schön. Mit Q10 ist das Ganze. Und mit Phytopeptiden. Peptide sind auch ganz, ganz toll, kann ich nur euch mit an die Hand geben, dass das auch so ein Inhaltsstoff ist oder ein Wirkstoff, ne, in pflegender Kosmetik, der uns jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten etwas mehr über die Füße kommen wird. 15 Milliliter haben wir hier am Start und das ist eine normale Größe für eine Augencreme. Sebamed ist eine sehr milde Pflege. Okay, ich krieg's hier nicht raus. Es ist ein Tübchen, ne? Genau, das muss man natürlich dann auseinanderbrockeln und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen für meine Mama zum Beispiel, weil die halt auch
die mag gerne so Anti-Aging-Produkte oder Slow-Aging ist es ja eigentlich viel mehr. Und also es wird Anti-Aging genannt, weil es eine Alliteration ist und halt die ganzen Marketing-Menschen in den Firmen das großartig finden. Letztendlich kannst du einfach die Alterung von deinem Körper nicht aufhalten auf natürliche Art und Weise. Es ist einfach so und das ist vollkommen in Ordnung. Nun, auf jeden Fall muss ich kurz eine Lanze brechen. Es ist eine Augencreme, die halt durch Q10 den Zellstoffwechsel ankurbeln wird, sodass es dann belebter aussehen wird. Bin ich gespannt drauf? So, labarababa. Dann habe ich hier etwas, was sehr teuer aussieht, weil du hier noch so einen edlen goldenen Sticker drauf hast von Unitouch Caviar Extract Face Mask. Oh. Bitte. Ja, das hört sich nach einer Maske an, die ich großartig finden werde. Denn ich kenne ja zum Beispiel von Dalton die Caviar Deluxe Ampulle und auch die Caviar Maske und so. Ist großartig. Also meine Haut mag das scheinbar sehr gern. Ich habe keine Ahnung, warum das als Inhaltsstoff so gut ist. Ne? Nun, auf jeden Fall haben wir das hier mit am Start. Und wird dann die Haut wundervoll werden. Was da ansonsten noch so mit dabei ist, keine Ahnung, irgendwas Fermentiertes. Fermentierte Sachen sind auch immer so ein bisschen... da wird im Fermentationsprozess, es ist ja sowohl, wenn du es halt isst, als auch wenn du solche Produkte auf dein Gesicht gibst, ne, darf man sich jetzt nicht irgendwie von dem Fermentierten abschrecken lassen. Aber das ist eigentlich immer eine ganz gute Geschichte, weil durch den Fermentationsprozess Sachen freigesetzt werden, Wirkstoffe freigesetzt werden oder auch ne, Vitamine für unseren Körper, wenn wir das halt essen, freigesetzt werden, die sonst halt nicht drin wären. Und das ist halt was ganz Besonderes. Also nicht davon abschrecken lassen, wenn sowas mit draufsteht. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Ja, ansonsten müssen wir einfach mal gucken, was dazu ist, ne? Werde ich heute Abend mal verwenden. Da ist richtig viel Serum drin. Oh, ich mag sowas. Okay, hier habe ich ein Parfum drin. Betty Barclay, Even You, New. Ein Eau de Toilette mit 20 Millilitern. Ich kann es ja mal sprühen so ein bisschen. Ich bin nämlich eigentlich nicht so ein Fan von Betty Barclay-Düften, weil ich persönlich einfach finde, dass die nicht so lange halten. Ne? Da bin ich ein bisschen verwöhnt. Es ist, wie es ist. Will ich das dann? Wir gucken uns das erstmal so an. So schaut der Flakon aus. Ist richtig süß gemacht, definitiv. Even New ist eine umhüllende Komposition mit zitrischen Noten und einem Hauch Pflaume im Kopf, einem blumigen, pudrigen Charakter mit Frisie, Iris und Rosentau im Herzen und einer Basis bestehend aus Tonkabohne und warmem Amber. Oh, das hört sich eigentlich gut an. Ich glaube, das ist schon ein Duft, den ich mögen würde, wenn er denn dann auch anhalten wäre. Aber Eau de Toilette ist halt immer so eine Sache. Sowas ist dann vielleicht ein super Büroduft oder sowas, weil das halt nicht so aufdringlich ist. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Also ich habe es jetzt auch nicht gesprüht oder so, ich werde es auch weitergeben. Ich kann mir das vorstellen, dass ich das Ostern vielleicht meiner Mama schenke. Ich glaube, das könnte passen. Die ist eigentlich eher so in Richtung sportliche Düfte oder meine Schwiegermama. Mal gucken. Also auf jeden Fall eine meiner Mamas bekommt dieses Parfum. Und weil ich finde, es riecht sehr, 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 sehr passend für meine Mitmenschen. Ich liebe den Duft. Ich würde es gerne an meinen Mitmenschen riechen. Genau, dann habe ich hier noch was Kleines am Start, also das ist wirklich sehr klein. Esbjerg, Vienna, immer für eine edle Überraschung gut. Okay, da ist dann auch so ein bisschen Werbung, Natural Spray, das scheint aber ein Parfum zu sein. Ein 5-Euro-Gutschein für Ihren nächsten Einkauf im Onlineshop. Ach, guck mal, mal gucken, ob die nach Deutschland liefern. Gut, dann hast du vielleicht die Versandkosten raus, ne? High Groove Bouquet Eau de Parfum. A collaboration between High Groove Gardens and Penhagions. Keine Ahnung. Sagt mir jetzt gar nichts. Das ist halt so ein kleiner Parfumzerstäuber. Das könnte so ein Nischenduft vielleicht sein. Ne? Ich glaube, das sind 2 Milliliter oder so. Ich glaube, das sprühe ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Man kann hier am besten drauf sprühen. Oh. Oh, das riecht sehr waldig. Sehr grün. Passen halt zur Verpackung auch, ne? Oh, das riecht aber auch ganz angenehm. Das riecht wirklich nach einem Frühlingstag auf einer Wiese. Ganz cool. Aber das hat auch irgendwas mit Zitrone mit dabei. Riecht auf jeden Fall toll. Ja, jetzt kommt nämlich die blumige Geschichte raus. Also in der Kopfnote scheint das Ganze dann eher so Richtung ein bisschen was Waldiges und leicht Zitrisches zu haben. Und jetzt kommt gerade diese blumige Note raus. Aber ganz intensiv. Riecht sehr angenehm.
Ist aber wahrscheinlich auch ein Duft, also den würde ich tragen, wenn ich wirklich so ein Picknick machen würde oder wenn ich halt draußen bin. Da passt das ganz gut, ne? Weil wenn du gerade im Frühling draußen bist und dann auch alles um dich herum blüht und du selber dann ja auch so ein bisschen quasi blühst, dann passt das sehr, sehr gut dazu tatsächlich. Okay, ja, schön. Dann haben wir hier noch allerhand weitere Produkte, die wirklich sehr spannend sind. Zum Beispiel QMS ist eine ganz teure Marke. Collagen Recovery Day and Night Cream 15 ml. Da hatten wir mal so einen Milliliter oder so in einem Adventskalender von Barbara Box, Brigitte Box oder so mal mit dabei gehabt, vorletztes Jahr. Und alle haben gesagt, was soll das denn werden? Hatte aber einen krassen Wert, ne? Das ist halt wirklich ein ganz hochpreisiges Produkt. Kollagen ist auch eine ganz schöne Sache, weil Kollagen ist mehr so eine ölige oder so ein Lipid, sagt man ja so freundlich. Also eher was Öliges, halt quasi ein Wirkstoff, der den die Feuchtigkeit in der Haut bewahrt, dadurch, dass es sich halt auf die Haut als Schutzschicht gibt. So. Und deswegen macht das auf jeden Fall viel Sinn. Mit mehr Spannkraft, Reduzierung von Hauttrockenheit und Fältchen, sowie bei hormonell bedingten Veränderungen. Ja, auf jeden Fall. Ist sehr cool. Ne? Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Vor allem 15 ml ist auch eine gute Größe. Dann habe ich ein Augengel. Gut, wir hatten jetzt schon was für die Augen. Das kommt manchmal einfach doppelt gemoppelt. Ne? Das ist auch von Esbjerg wieder. Ein Augengel Anti-Aging Granatapfelstraft und spendet Feuchtigkeit für jeden Hauttypen geeignet. 15 ml haben wir hier drin. Und ja, wie gesagt, so ein Augenprodukt ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Vielleicht, wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt das von Sebamed mit Q10 für abends, dass man da halt ein bisschen mehr die Feuchtigkeit bekommt. Und hier so ein Augengel dann für morgens, wenn man halt nicht so die intensive Feuchtigkeit braucht, ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt. Dann hast du für morgens und abends die Pflege. Das ist, habe ich mir gerade schön geredet, ne? Dass man da eine Kategorie doppelt abgefrühstückt bekommen hat. Ja, aber das finde ich gut. Und ja, ist auf jeden Fall schön. Jetzt irgendwie noch mehr bräuchte ich nicht davon. Ein Serum haben wir hier mit dabei von Biotherm, das Live Plankton Elixier. Das ist wirklich von der Wirkung her toll. Du hast Hyaluronsäure mit dabei, Vitamin CG, was auch immer das heißt. Ja, 7 ml sind hier drin, ne? Ich persönlich fand es einfach, ich konnte es nicht haben vom Geruch her. Das war nicht so meine Welt und es hat auf meiner Haut auch leider nicht so die Wirkung gegeben. Das heißt also, ich werde es nicht behalten, ist aber ein total gehyptes Produkt. Das wird sicherlich die ein oder andere freuen, dass sie das hier mit in der Box findet. Ne? Ist auch ein solides Produkt. Ist ein Serum, ist hochpreisig, kann man machen. Dann habe ich hier noch eine Creme drin enthalten, also auch unsere zweite Creme, von Shiseido Ginza Tokyo Vital Perfection Concentrated Supreme Cream, 15 ml. Das wird auch ein teures Schätzelein sein. Also kein Wunder, dass wir hier einen so hohen Warenwert finden. Und ich finde auch, dass 15 ml von so einer Creme echt derbe sind. Ne? Also da kannst du auch wirklich lange was von haben, um zu schauen, inwiefern dieser Lifting-Effekt und so bei dir funktioniert. Und solche Boxen sollen ja auch ein Stück weit dazu dienen, um dich dazu zu animieren, vielleicht auch mal etwas höherpreisigere Produkte dir anzuschauen. Ne? Ist normal. Ne? Also wenn du hier fast einen 10-fachen Wert hast, also einen 9-fachen Wert ja eigentlich, dann ist das auch irgendwie mit einem Hintergedanken von den Leuten. Das macht ja auch definitiv Sinn. Ist aber schön, doch. Also, dass man die hier so mit dabei hat. Dann haben wir hier ein Duschgel. Ach, schön. Von Rausch. Frische, das ist nicht meins, mit Minze. Gar nicht meins. Herbaderm. Ja. 92% natürliche Inhaltsstoffe, 50 ml. Auf gar keinen Fall. Also, das ist gar nichts für mich. Ich brauche es unter der Dusche irgendwie immer entweder floral oder süß oder pudrig. Das ist halt so mein Vibe unter der Dusche. Minze, frische, zitrische Düfte. Nein, danke. Bin ich raus. So, haben wir denn jetzt hier noch ein bisschen dekorative Kosmetik? Also ich sehe hier ein Produkt und ich glaube, das war es auch leider mit dem dekorativen Kosmetik. Das gucken wir uns aber gleich an. Ich habe hier erst was von Soties. Detox Energy, ein energetisierendes Serum mit 7 ml. Ich glaube, das habe ich selber noch im Backup, weil ich habe euch ja auch letztes Jahr den Soties Adventskalender ausgepackt, weil ich ja bei meiner lieben Olga von Enz Kosmetik in Ibbenbüren war und dort ein Facial habe machen lassen mit Ausreinigung und allem Pipapo. Und dann hatten die da einen Adventskalender stehen, habe ich mitgenommen und die Produkte auch schon verwendet. Ich muss unterm Strich sagen, ist nicht ganz so mein Vibe, weil ich die ein bisschen zu basic finde. Ne? Auch von den Wirkstoffen her, da mag ich einfach lieber ein bisschen mehr Kapitjes. Aber gut, ja, da muss man sich einfach mal angucken, womit das dann auch entsprechend wirken soll. Aber ja, 7 ml von einem Serum, das ist okay, weil wir hatten jetzt auch von dem anderen 7 ml
kannst du vielleicht das Energetisierende von Sotis morgens verwenden, das Live-Plankton von Biotherm abends, dann hat man da auch wieder seine Routine am Start. Ne? Jetzt komme ich mal zu der dekorativen Kosmetik und da haben wir eine Hypnose-Mascara drin von Lancôme und das sind 2 Milliliter, das ist eine Reisegröße, die Hypnose Drama Excessive Black. Ich meine, dass ich die auch noch da haben müsste. Das Bürstchen blende ich euch mal ein. Ja, also die haben schon schöne Mascaras bei Lancôme, ne? Und ich finde es auch okay, wenn man halt in Anführungsstrichen nur diese 2 Milliliter mal in Boxen findet, weil die auch wirklich so teuer sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Und um es mal auszuprobieren, warum eigentlich nicht? Ich mag die Mascara auch, sonst hätte ich die auch gar nicht mehr da. Und finde es schön, dass wir die drin haben, dass man da einfach in den Genuss bekommt, sowas Hochpreisiges einfach zu testen. Dann habe ich was Einklang mit der Essenz von Sandelholz und ich liebe dieses Wort Latschenkiefer Balance. Natürliche Duftkerze, 35 Gramm, 10 Stunden von Loops. Ja, eine Duftkerze, ne? Die kannst du auf jeden Fall beim Me-Time gebrauchen. Das finde ich schön. Mal gucken, wie das riecht. Wahrscheinlich auch wie ein Wald. Jo. Oha. Was war der andere nochmal? Sandelholz, jo. Das ist schon intensiv, aber eine schöne Kerze. Also ich mag Kerzen. Es ist jetzt nicht mehr so unbedingt die Zeit von Kerzen, aber noch habe ich auch welche im Hintergrund stehen. Hier fehlt gerade eine, da kommt die dann hin. Da muss ich mal gucken, ob das auch im Einklang mit diesem Raum funktioniert oder ob die mir zu krass ist. Muss ich mal schauen, ne? Finde ich aber schön. So eine kleine Kerze. Beschwere ich mich nicht. So, 2 haben wir noch. Ich kenne Sisley ja noch gar nicht. Das scheint auch von Sisley irgendwie eine Hoch... Geschichte zu sein. Keine Ahnung, vielleicht noch teurer als Sisley. Wow. Denn hier haben wir ganze 5 Milliliter Tag und Nacht. Ist das eine Creme? Ich denke mal. Jour et Nuit. L'Integral Anti-Age. Ja. Ne? So schaut das aus in diesem kleinen Verpackungsding. Mal gucken, wie das so ist. Oha. Nein, sieht einfach aus wie ein Tiegel, ne? Ich denke, das ist eine Creme. Also hier haben wir das Logo von Sisley, das S im Deckel, ne? Und ansonsten haben wir hier dieses Pöttchen. Ist jetzt die dritte Creme. Das ist ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ganz ehrlich, um es mal auszuprobieren, finde ich das ziemlich geil. Feier ich. Ich hoffe nur, dass sie mir nicht allzu sehr gefällt, weil dann weine ich wahrscheinlich wieder. Genau, und jetzt habe ich hier das letzte Produkt. Ne, das finde ich nicht gut. 3 war jetzt ja wirklich schon, dass ich für mich persönlich sagte, nee, an der Grenze, so, ne, finde ich eigentlich nicht so geil. Und jetzt habe ich schon die 4. Creme. Das ist zu viel, oder? Also in einer Beautybox, das ist ja kein Adventskalender, selbst da sage ich ja, bei 24 Produkten darfst du maximal 3 von einer Sorte haben. Da habe ich jetzt die 4. Creme, das ist schade. Da hätten sie sich ein bisschen was anderes überlegen können. Trotzdem, Louis Vuitton ist auch eine gute Marke, weil das halt sehr... hautfreundlich ist. Also das können halt auch Sensibelchen, wie ich zum Beispiel, gut verwenden. Das ist eine Nachtpflege, Rich Night Cream, intensiv Anti-Aging, hohe Wirkstoffkonzentration mit Hyaluronsäure und Peptiden. Das ist natürlich super. Ne? Also auch Peptide, wirklich großartig, dass wir das hier mit drin haben. Peptide sind, glaube ich, auch ein bisschen auf der öligen Seite. Hallo? Der möchte gerade noch nicht. Jetzt hat das, ne? Genau. Und theoretisch auch eine gute Geschichte, aber es ist halt ein bisschen viel. 10 Milliliter haben wir hier drin. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wir machen maximal 3 von einer Sorte und dann hast du halt hier 15 Milliliter insgesamt. Keine Ahnung. Und die anderen auch. Weiß ich nicht, was sie sich überlegt haben. Naja, eine reichhaltige Nachtcreme finde ich immer klasse. Verwende ich auch gerne. Also, wenn man bedenkt, dass ich ja sogar schon die Charlotte Tilbury Night Cream verwendet habe und die für mich nicht zu viel war. Kann man sich vorstellen, wie trocken meine Haut manchmal ist. Also das hört sich alles super an, ne? Ist halt leider die 4. Nacht, die 4. Creme, Gesichtscreme. Da hätten sie vielleicht ansonsten ein 3. Serum mit reinpacken können, eine 2. Mascara oder irgendwas anderes in dem Bereich dekorative Kosmetik. Da wäre mein Herz etwas mehr aufgegangen. Nun, wir sind jetzt aber auf jeden Fall durch. Im Großen und Ganzen finde ich, dass diese Box richtig gut gefüllt ist, auch wenn wir 4 Cremes drin haben. Bin ich ehrlich. Wir haben tolle Produkte drin, vor allem Gesichtspflege wird hier sehr intensiv behandelt. Aber wir haben ja auch echt sehr angenehme Düfte, ne? Jedenfalls von den Beschreibungen und von dem ersten Schnüff. Und ja, was ich jetzt hier mit so einem 50-Euro-Gutschein dann letztendlich anfange, keine Ahnung. Trotzdem, selbst wenn man den abziehen würde, hat man ja 270 Euro quasi aus- oder angegebenen Wert. Für 40 Euro, die man bezahlt hat, ist es auch vollkommen in Ordnung.
wie gesagt, ich kann euch die Box empfehlen, ne? Wenn man halt einfach mal so unterschiedliche Marken kennenlernen möchte, sowohl bekannte als auch unbekannte Marken, ist die echt gut geeignet. Und ich finde, dass sie auch einfach meistens einen guten Inhalt hat. Letztes Jahr hatten wir das ein, zwei Mal, dass ich gesagt habe, na, nicht ganz so mein Vibe. Aber hier haben wir wirklich schöne Produkte drin, wo einiges davon auch in meine Backups kommen wird. Diese Maske kommt gleich direkt in mein Gesicht. Das kommt in meinen Full-Face-Beauty-Boxen. Die wird gleich direkt angesteckt, also es wird hier direkt gleich erstmal gewuselt. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen und wenn dem so ist, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.